Ja, also richtiges Vogelgezwitscher hier. Ich versuche die gerade irgendwo ausfindig zu machen. Ja, aber ist doch richtig schön hier. Ich würde mal sagen, das ist hier nicht ganz so vornehm wie andere große Hotels hier, aber ich finde es sehr schön. Aber macht euch selbst ein Bild hier bei dem kleinen Rundgang. Hier haben wir wieder die Zimmer mit den Terrassen bzw. oben die Balkons. So, und da drüben haben wir die kleine Snackbar, die kleine Poolbar. Alles doch recht nett. Kleines Brückchen, da kann man dann rüberschwimmen Richtung anderen Pool. Hier haben wir noch den Kinderpool. Also man kann hier komplett rumschwimmen. Ja, und Kinder sind hier natürlich auch willkommen. Da wird also auch einiges geboten. Hier ist ein kleiner Spielplatz und dann, wie gesagt, hier auch der Kinderpool. Und sicher auch abends Animation für die Kleinen. Da bin ich mir ganz sicher. So, und hier haben wir eine kleine, ja, Baumschule. Das hier ist wohl eine Banane, so wie es aussieht. Una platanera. Dann haben wir da Rosmarin, Thymian, verschiedene Kräuter. Ja, das ist doch auch mal was. Das hier ist nämlich an Salbei, so wie es aussieht. Und dieses Graue, das könnte sogar Curry sein. Ja, also es wird hier auch was gemacht. Die hauseigenen Kräuter, die gibt es dann sicher im Restaurant. So, und hier haben wir so ein bisschen die Spielecke, Tischtennis, Billard, Schach für den Zeitvertreib. So, und das hier ist die Liegefläche, die Sunbeds, die Sonnenbetten für die VIP Privilege Area, also für die, die dann etwas mehr ihre Ruhe haben möchten. So, und hier nebendran haben wir ja direkt dann auch den Golfplatz. Also bietet sich an, wenn ihr Golfer seid, müsst ihr hier nur ums Eck sozusagen. Ja, also was meint ihr? Sieht doch alles recht ordentlich aus und mir gefällt's. Und das hier ist wieder ein Manga bzw. Mangobaum. Da hängen schon ein paar. Richtig lecker, die werden ja riesig groß hier und die heißen hier auch Mangas. Es gibt Mangos und Mangas. Und der Unterschied hier liegt darin, dass die Mango, die ist also wesentlich größer und hat nicht so viele Fasern wie die Mango, die wir sonst kennen. So, und wer den weißen Sport liebt, der kommt hier auch auf seine Kosten.
Tennisplatz ist auch mit dabei. Dann haben wir da hinten noch einen Basketballplatz. Aber es ist natürlich gut warm, um auf dem Tennisplatz rumzurennen. So, hier geht es wieder direkt auf das kleine Gärtchen. Ist ja kein Gewächshaus, es ist ja ein Gärtchen, es ist ja offen. Nur ein bisschen Beschattung, damit die Kräuter hier nicht verbrennen. Ja, auch die Bäumchen sind alle schön geschnitten hier. Sehen schön aus. So, und da oben sitzt, das ist wie so eine Amsel. Das ist die, die man da so hört, oder? Zumindest sieht so aus. Schwarzer Vogel mit gelbem Schnabel. Und natürlich sind hier alle willkommen, natürlich auch die Canarios, die dann eher mal ein Wochenende hier verbringen oder ein verlängertes Wochenende. Also nicht nur ausländische Touristen, sondern auch die Leute von hier. So, das war mal ein kleiner Einblick hier in das H10. Also ich finde es sehr schön, nicht ganz so steif wie in anderen Hotels hier. Alles ein bisschen lockerer. So, und hier haben wir schon die Kinderanimation. So, dann gehen wir wieder nach oben. Gehen wir noch mal in diese Richtung hier. Also es ist schon alles sehr bombastisch hier. Nein, aber ja, ich bin auch nicht perfekt. Aber diese Konstruktion hier, diese Decken, das ist schon ja gigantisch, würde ich sagen. So, hier haben wir noch mal einen Blick von der anderen Seite nach unten zu dem großen Pool, da wo wir gerade eben waren. Dann gehen wir wieder zurück. So, und damit verabschiede ich mich dann auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier dieser kleine Einblick ins H10 am Meloneras, und ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal.